Auch wenn die Züge der Deutschen Bahn ja nach dem langen Streik der vergangenen Woche mittlerweile wieder fahren, so gibt's wohl für manchen Kunden immer noch genügend Gründe, sich aufzuregen. Nehmen wir allein mal den Zustand einiger Bahnbrücken. Viele sind so marode, dass Züge nur noch im Schritttempo darüber fahren dürfen, wie ein Beispiel aus Recklinghausen zeigt. Die Eisenbahnbrücke über die Sachsenstraße, 108 Jahre alt und völlig marode. Schauen Sie sich mal da oben dieses Loch an. Aus so einem Loch ist mir ein dicker Brocken auf die Schulter gefallen und auf den Rücken von meinem Hund. Und mit den Folgen habe ich immer noch zu tun. Solche alten Eisenbahnbrücken prüft Bauingenieur Professor Martin Mertens von der Fachhochschule Bochum fast täglich. Ich würde eine Instandsetzung dringend empfehlen. Risse im Beton, die wasserführend sind, es sintert Kalk aus. So kleine Kalk sind da, Stalaktiten sind da oben zu sehen. Außerdem hat das Bauwerk Anprallschäden durch LKW. Da oben ist ein großer Streifen mit Betonausbrüchen zu sehen. Also da muss es auch nicht mal geknallt haben. Gleich um die Ecke, Maybachstraße, Recklinghausen. Bauexperten wie Professor Mertens warnen schon seit Jahren vor dem Zerfall der Brücken und dem damit verbundenen großen Sicherheitsrisiko. Die Unterbauten sind das Problem, also die Widerlager, das sind die Teile, auf denen die Brücke eigentlich drauf liegt, haben starke Risse. Sie sehen das, wenn Sie mir über die Schulter gucken, da ist sicherlich auch die Standsicherheit beeinträchtigt. Der Putz fällt von der Wand, eine große Gefahr für Fußgänger und Autofahrer. Verantwortlich für die Instandhaltung der Eisenbahnbrücken ist die Deutsche Bahn AG. Das Unternehmen lehnt ein Interview vor der Kamera ab. Da heißt es in einem Schreiben: Es gibt hier in der Tat einen Sanierungsbedarf, die Sicherheit der Brücken ist aber immer gewährleistet. Die Brückenbauwerke werden mindestens alle 3 Jahre geprüft. Die Brücke Sachsenstraße ist ebenfalls in das Brückenerneuerungsprogramm aufgenommen. Allein in Nordrhein-Westfalen muss fast die Hälfte aller Eisenbahnbrücken dringend saniert oder neu gebaut werden. Der Bund stellt kurzfristig 20 Milliarden Euro für die Instandhaltung deutschlandweit zur Verfügung. Doch mehr als die Hälfte davon bräuchte allein das Land Nordrhein-Westfalen, sagt der Verkehrsminister. Wir gehen davon aus, dass das weit mehr als 10 Milliarden Euro sein müssen. Wir brauchen deshalb nicht nur ein 5-Jahres-Programm, was jetzt abgestimmt ist, sondern wir brauchen ein 30-Jahres-Programm. So lange wird es dauern, bis die Infrastruktur zeitgemäß ist. Die Folgen des Investitionsstaus bekommen auch die Pendler zu spüren, wie hier auf der Strecke Leipzig-Gera. Das marode Streckennetz befahren die Lokführer der Erfurter Privatbahn teilweise nur mit geringen Geschwindigkeiten. Es wird immer nur geflickt und nicht richtig ordentlich saniert. Es geht um die Fahrzeiten. Allein auf dieser Strecke muss der Zug 7-mal wegen der maroden Brücken und Gleise von 100 auf 50 Stundenkilometer abbremsen. Das bedeutet mehr Energieverbrauch, der Betreiber verärgert. Aus unternehmerischer Sicht natürlich ist das für uns ein Mehrverbrauch an Dieselkraftstoff. Wie beim Pkw, wir müssen mehr bremsen, mehr beschleunigen. Wir sind Kunde, wir bezahlen Trassengebühren, dann verlangen wir eigentlich auch eine Top-Strecke. Längst musste der Fahrplan dem maroden Streckennetz angepasst werden. Die Bahnkunden klagen über längere Fahrzeiten und Verspätungen. Die Menschen sind nicht zufrieden, wenn das nicht funktioniert. Wenn die Nebenstrecken befahren werden, dann muss es aber in Ordnung gebracht werden. Entweder fahren oder mit Sicherheit oder nicht. Fast ein Jahr ist es nun her, dass Cornelia Koch durch ein herabstürzendes Brückenteil verletzt wurde. Sie wird nun gegen die Deutsche Bahn AG klagen. Bis heute hat sich das Unternehmen weder bei ihr entschuldigt noch ihr Schmerzensgeld angeboten.